Danke für euer Interesse an dem Portfolio-Konzept Medienpädagogik. Wir haben die letzten Monate damit verbracht, um dieses Portfolio-Konzept zu basteln. Aber wenn ihr in das Konzept geschaut habt, dann werdet ihr festgestellt haben, wir haben nicht nur das Portfolio-Konzept gebastelt und eine Moodle-Erweiterung, die wir euch auch gleich zeigen werden, sondern wir haben uns ein paar theoretisch-konzeptionelle Gedanken auch gemacht. Und so ein paar dieser theoretisch-konzeptionellen Gedanken wollen wir wissend, weil ja nicht alle hier in unserem Kreise Medienpädagoginnen und Medienpädagogen sind, euch mal kurz vorstellen. Denn wenn Medienpädagoginnen und Medienpädagogen an digitalisierungsbezogene Kompetenzen für Lehrerinnen und Lehrer denken, dann denken wir im Wesentlichen an drei Aspekte. Der erste Aspekt, denke ich, ist sozusagen hier so der wesentliche, das ist die Mediendidaktik. Also die Frage ist, wie lehren und lernen wir oder wie können wir lehren und lernen mit Medien? Woran Medienpädagoginnen und Medienpädagogen aber auch denken, ist, was man vielleicht im TPEC-Modell so als die PCK kennt. Wir Medienpädagogen nennen das seit über 20 Jahren medienpädagogische Kompetenz. Verkürzt gesagt könnte man sagen, die medienpädagogische Kompetenz ist die Kompetenz, die Pädagoginnen und Pädagogen brauchen, um die Medienkompetenz zum Beispiel ihrer Schülerinnen und Schüler zu fördern. Und dann gibt es noch einen dritten Aspekt, und der ist für uns neben der Mediendidaktik eigentlich so der wesentliche. Das ist nämlich die Medienbildung. Da ist auch unser Fokus. Also wenn wir jetzt wenn wir unser Portfolio uns anschauen, dann werdet ihr merken, dass da für uns der Fokus ist, nämlich auf der Medienbildung. Also Medienbildung nicht nur als Zielperspektive, als quasi Synonym für Medienkompetenz, sondern auch als Inhaltsbereich, der sich durch Digitalität, durch Medialität nochmal verändert. Und hier jetzt als Bildungswissenschaftler kann ich unglaublich viel über Bildung erzählen, aber jetzt für unseren Kreis hier würde ich das ganz kurz nur fassen. Und dieses Zitat hilft mir dabei. Und da kann man Bildung sozusagen fokussiert als reflexive Auseinandersetzung des Individuums mit seiner Umwelt beschreiben. Eine Umwelt, die sich, und das ist auf der nächsten Folie, eine Umwelt, die sich verändert hat. Eine Umwelt, die medial geprägt ist, aber eine Umwelt, die auch digital geprägt ist. Eben durch solche gesellschaftlichen Metaprozesse wie Mediatisierung und Digitalisierung. Verändert sich die soziale und die materielle Umwelt des Individuums. Und damit sozusagen wird dieser Aspekt für uns ein wesentlicher Inhaltsbereich. Also das nur ganz kurz an dieser Stelle. Um das ein bisschen besser einordnen zu können, habe ich versucht, und auch gerade so, weil in unserer Community ist es nicht unbedingt, ja, sehr, sehr präsent, dass die Applikationsebene oder auch die Technik, die konkrete Hardware, das Medium verändert hat. Und dieses Modell, das habe ich angelehnt an das OSI-Modell. Wer in der Informatik mal reingeschnuppert hat, der kennt das wahrscheinlich. Das ist das Layer-Modell. Aber an dieser Stelle würde ich jetzt das kurz fassen und würde einfach nur sagen, der entscheidende Aspekt dieses Modells ist, dass üblicherweise sozusagen die Perspektive der Medienpädagogik die ist, dass das Medium auf das Individuum wirkt. Einerseits, gleichzeitig aber auch das Individuum, das Medium gestalten, beeinflussen kann. Also da habe ich es mit einem Wechselverhältnis zwischen Subjekt, Individuum und dem Medium zu tun. Und die These, die dieses Modell verdeutlichen soll, ist, dass die digitale Basis, also verkürzt gesagt, Applikationen, Software, alles, was dazugehört, und die technisch-physikalische Basis auswirkt auf das Medium und über das Medium dann in dem Moment auch eine ähnliche Auswirkung hat, wie im Zuge der Mediatisierung diskutiert wird, auf das Subjekt bzw. das Individuum.
Auf der nächsten Folie wird es nochmal ein bisschen deutlicher. Also habe ich versucht, das zu visualisieren. Wobei man streng genommen müsste man eigentlich sagen, also die Pfeile gehen in beide Richtungen. Also sozusagen, das spiegelt jetzt hier nur einen Aspekt. Könnte man noch viel mehr zu erzählen, aber hier an der Stelle glaube ich, so als Basis reicht das. Jenny, du kannst da nochmal weiterklicken. Und da seht ihr, da haben wir versucht, die Prinzipien der Medialität bzw. der Digitalität nochmal rauszuarbeiten. Also genau das sind die Aspekte, die ihr wahrscheinlich auch unter anderem aus den Arbeiten von Krotz oder auch von Andreas Hepp beziehungsweise auch von Felix Stalder kennt, wenn es um den Aspekt der Digitalisierung geht, Referenzialität, Vernetzung, Algorithmizität zum Beispiel, also in Bezug auf die Digitalisierung, die eben nicht nur Einflüsse auf die Persönlichkeitsbildung, auf die Subjektivierung haben, sondern eben auch auf gesellschaftlich-kulturelle Entwicklung. Also das ist ein Wechselspiel zwischen Subjekt, Gesellschaft und Medium ist da eben ganz, ganz zentral, aber eben beeinflusst durch diese Prinzipien, die sich eher in der Applikationsebene und eher in der technisch-physikalischen Basis befinden, weswegen es, und das ist sozusagen das Grundargument, das sich dahinter verbirgt, weswegen es wichtig ist, dass wir uns eben nicht nur mit dem Metaprozess der Mediatisierung beschäftigen, sondern eben auch mit Digitalisierung als Inhaltsbereich für Medienbildung. Und das ist vielleicht die Erklärung dieser ganzen Folien und damit auch die Basis, die wir mit dem Portfolio verbinden. Ich glaube, jetzt haben wir noch eine Folie, auf der wir erst noch Paulo Freire, der das nochmal unterstreicht, das, was ich gerade gesagt habe, nämlich also die Wichtigkeit, sich mit den gängigen Codes zu beschäftigen. Er hat es in Bezug auf die brasilianische Bevölkerung, die seinerzeit, heute leider immer noch, großen und ganzen, nicht in dem Zuge alphabetisiert ist, wie es wünschenswert wäre. Also hier geht es um den Schriftcode bei Paulo Freire und ich verwende ihn hier jetzt als Beispiel dafür zu sagen, es geht nicht nur um Schriftcode in unserer heutigen Welt, sondern wenn wir das jetzt, was ich gerade gezeigt habe in dem OSI-Layer-Modell, in dieser Erweiterung dieser Prinzipien, medialen Prinzipien und digitalen Prinzipien, wenn man das eben jetzt noch sozusagen im Weitwinkel sieht, dann geht es eben künftig nicht mehr nur um Schriftcode, sondern um wie kodieren wir Bilder, wie werden Bewegtbilder, Videos kodiert und dekodiert. Aber eben auch das, was wir, was die meisten von euch wahrscheinlich auch mit dem Begriff des Codes am ehesten noch in Verbindung bringen, Programmcode tatsächlich. Und ich könnte auch noch einen Schritt weiter gehen und könnte sagen, auch in Hardware sind bestimmte Prinzipien eingeschrieben, die man lesen könnte wie Code, wenn man ihn lesen kann. Und das ist genau der Punkt. Also die Idee, wir können dann Welt gestalten, also als Bildungs-, ne, also jetzt mal zurück gedacht zu der ersten Folie, Bildung ist die reflexive Auseinandersetzung mit der Umwelt. Das jetzt nochmal in Verbindung gebracht, wenn ich den setzt eben voraus, dass ich den Code beherrsche. Dann kann ich, verstehe ich die Welt auf der einen Seite, dann kann ich die Welt auf der anderen Seite auch mitgestalten. Und das ist im Prinzip die These, die sich dahinter verbirgt, und warum Medienbildung, digitale Bildung für uns eben ein ganz wichtiger Inhaltsbereich ist, weil es eben der Code der Zukunft ist, mit dem wir uns beschäftigen müssen. Software, Hardware und so weiter. Und genau danach haben wir entsprechend das Portfolio auch ausgerichtet. Und kommen jetzt nochmal zur, glaube ich, letzten Folie, vorletzten Folie bei der Einladung. Das ist ein schönes Beispiel von der TU Darmstadt, das ich euch mal mitgebracht habe, wie man ganz praktisch die klassischen Dimensionen, die wir in der Medienpädagogik kennen, wenn wir uns über Medienkompetenz unterhalten, also Mediengestaltung, Medienkritik und so weiter, sind das Mediennutzung, Medienkunde. Wie man die beispielsweise noch erweitern kann, um einfache Ansätze zum Beispiel des Codings, des Tinkerns oder des Makings. Hier in diesem
Bild sehen wir das Beispiel Tinkern. Da wurde von einer Schülerin, eine Schülergruppe, wurde ein kleiner Roboter gebaut, kennt ihr bestimmt, der einer Linie folgt. Die Idee dahinter ist sozusagen, dass ein LDR-Sensor halt feststellt, die Helligkeit und unterscheiden kann, die schwarze Linie von der weißen Linie, und dann folgt der Roboter entsprechend dann der schwarzen Linie. Soweit so interessant, okay, kann man viel daran erklären. Was aber richtig spannend wird, wenn man dann die Kinder einfach weiterspielen lässt mit diesem Bot, werden sie irgendwann versuchen, die Linien so eng zu ziehen, bis vielleicht irgendwann der Bot umkippt oder vielleicht nicht mehr es schafft, der Linie zu folgen. Und dann kommt eigentlich der spannende Punkt, den ich hier mit Tinkering, also mit einer Medienkritik in Verbindung bringe, nämlich dann, wenn wir die Technik an die Grenzen führen, dass nochmal Möglichkeiten für das bessere Verständnis der Technik uns eröffnet. Also wenn wir sagen, warum schafft der Roboter es nicht mehr, dieser Linie zu folgen, dann in dem Moment habe ich einen Moment geschaffen, dann habe ich einen Impuls gegeben, der mir die Möglichkeit gibt, also ein pädagogischer Moment, dann die Möglichkeit gibt, da noch genauer darauf einzugehen, wie dieser Roboter arbeitet, wie dieser Roboter funktioniert und so weiter. Also das nur als kurzes Beispiel. Ihr merkt schon, da könnten wir noch viel mehr erzählen. Aber in Anbetracht der knappen Zeit zum Abschluss noch eine Folie, in der wir das versucht haben. Das kann man aber nachlesen, deswegen mache ich es hier nur ganz kurz. Indem wir versucht haben, so die klassischen Medienkompetenzdimensionen, um eben diese Dimensionen zu erweitern, die ich euch jetzt gerade exemplarisch vorgestellt habe, die wir entsprechend dann in dem Portfolio auch verwenden und referenzieren. Ja, und ich glaube, damit kann ich Jenny an dich abgeben. Ja, vielen Dank für die theoretische Einordnung quasi. Ich mache noch weiter mit ein paar Folien zur praktischen Umsetzung quasi zum Portfolio. Wir haben das Portfolio für uns definiert als themenbezogene Sammlung quasi von Arbeiten, in denen individuelle Arbeitsprozesse dokumentiert werden. Und ja, über diese persönliche individuelle Doku wird eben auch der Lernfortschritt sichtbar und kann eben auch die Reflexion über den Lern- und Arbeitsprozess anregen. Das bedeutet, wir sind mit unserem Portfolio eher im Bereich Reflexions- und Entwicklungsportfolio und weniger im Bereich Produktportfolio. Genau, das Portfolio bzw. die Arbeit mit dem Portfolio wird aktuell als asynchrones Lehrangebot für Lernstudierende diesem Semester angeboten, im Rahmen eines Masterseminars Grundlagen und Perspektiven der Medienkompetenz. Das Ganze lief so ab, die Studierenden durften sich das Portfolio ansehen und dann entscheiden, ob sie quasi asynchron teilnehmen wollen an der Lehrveranstaltung, indem sie mit dem Portfolio arbeiten, oder lieber an den synchronen Sitzungen teilnehmen wollen. Genau, dazu gab es auch Termine zur Besprechung der Portfolioarbeit. Wir haben uns zu Beginn des Semesters getroffen und über die Arbeit mit dem Portfolio gesprochen. Und es gibt auch noch eine Sitzung zum Ende des Semesters, die ist dann im Juli, genau das Ganze nochmal gemeinsam wieder zu besprechen. Aber natürlich sind Absprachen auch immer während des Arbeitsprozesses möglich. Genau. Die Umsetzung des Portfolios erfolgt in Moodle über das Zusatzmodul Exhibis e-Portfolio, zu dem ich gleich noch mehr sagen werde. Genau, aber erstmal hier, bevor es zur praktischen Umsetzung kommt, hier noch die Bestandteile quasi des Portfolios. Hier links im Kasten seht ihr ganz gut, woraus das Portfolio quasi besteht. Das sind diese Bausteine A bis D, Medienwahrnehmung, Mediengestaltung, Technikgestaltung Software-Ebene, Technikgestaltung Hardware-Ebene, quasi diese kategorisierten Inhalte in Anlehnung an die theoretische Grundlage, die Thomas gerade schon ein bisschen vorgestellt hat, eben an die erweiterten Dimensionen der Medienkompetenz, die Interaktionstiefen zwischen Mensch, Medium und Maschine. Genau, gerahmt ist die Portfolioarbeit von einer Vorarbeit, dass die Studierenden sich ja ein persönliches Lernziel vielleicht formulieren oder ihre Erwartungen an die Arbeit mit dem Portfolio eher sich darüber bewusst werden, warum sie mit dem Portfolio arbeiten wollen, und aber auch eine Nachbereitung, eine Abschlussreflexion, in dem quasi nochmal gefragt wird oder reflektiert wird, inwiefern eben die Ziele und Erwartungen erreicht wurden oder auch nicht und warum. Genau, vielleicht nochmal kurz, wir haben noch ein Zitat hier auf der Folie aus unserem
Konzeptpapier quasi, was auch übrigens verlinkt ist in den Besprechungsnotizen, fällt mir gerade noch ein, wenn man da nochmal nachlesen möchte. Genau hier nochmal konkret, das Ziel des Portfolios ist eben dieses Lernen über Medien und Technik, dieses technische Grundwissen zu fördern mittels unseren aktivierenden, erfahrungsbasierten bzw. handlungsorientierten Ansatz. Genau, um eben auch diese gesellschaftliche Handlungsfähigkeit, die Thomas auch schon erwähnt hat, zu fördern. Ja, zum einen von Lernstudierenden, aber eben auch von künftigen SchülerInnen. Genau. Ja, kommen wir noch zum Zusatzmodul, Exabis e-Portfolio. Das Gute ist an diesem Zusatzmodul, dass die Studierenden sowieso im seminarbegleitenden Moodle-Kurs eingeschrieben sind. Das heißt, sie haben ja einen technischen Zugriff direkt auf das Modul, sind mit Moodle vertraut und müssten sich, als die Idee gestartet ist, nicht noch in ein anderes, ja, eine andere Software einarbeiten. Genau, neben den Bausteinen, also die Bausteine A bis D, die ich eben schon kurz vorgestellt habe, gibt es eben auch Zielsetzungen und Hilfsfragen zur Selbstreflexion und aber auch ergänzende Informationen, FAQs, Literaturauswahl zur weiteren Orientierung und Unterstützung. Und auf dieser Grundlage, also auf Grundlage von diesen Bausteinen, von diesen Inhalten, die wir erstellt haben, den Hilfsfragen, soll dann eben jeder Student, jede Studentin ein eigenes Portfolio eben erstellen in diesem Zusatzmodul. Genau, und es kann halt eben schriftbasiert sein, aber auch, Sie können eben auch visuell oder auditiv arbeiten. Und Sie können auch, was auch ganz praktisch ist, wenn es um Feedback geben geht, ausgewählte Inhalte mit ausgewählten Personen teilen. Das heißt also, ich als Moodle-Kursleitung habe nicht automatisch Zugriff auf alle Portfolios, sondern die Studierenden können quasi selbst entscheiden, okay, gut, jetzt gebe ich dem einen Zugriff auf diese Aufgabe oder denen einen Zugriff auf die andere Aufgabe. Genau. Rechts habe ich einen Screenshot eingefügt aus dem Moodle-Kurs. So sieht es quasi aus, dass es eben diese direkte Einbindung ist zu dem Modul. Und wenn man jetzt genau direkt draufklicken würde, dann würde das ungefähr so aussehen. Ich habe noch ein paar Screenshots mitgebracht aus dem Zusatzmodul, wie es so aussieht, damit ihr noch einen besseren Einblick bekommt. Das wäre so ein bisschen die Startseite, ja. Also wenn man auf den Reiter geht, den ich eben gezeigt habe, dann kommt diese Startseite. Da sieht man sehr gut, welche Inhalte ich freigegeben habe. Natürlich wieder die Bausteine A bis D, die Vorarbeit, die FAQs, die Nachbereitung. Aber es gibt eben auch noch einen Extraordner. Eins, bevor Sie starten, nochmal mit grundlegenden Infos zur Portfolioarbeit. Genau, und der würde ungefähr so aussehen. Das bedeutet, bevor die Studierenden starten, sollten sie sich das nochmal durchlesen. Hier gibt es nochmal eine kurze Anleitung, wie funktioniert das Zusatzmodul, eine Schritt-für-Schritt-Anleitung, noch verlinkte Videos von anderen Menschen, die damit gearbeitet haben, aber auch Infos zur Leistungserbringung. Es muss nicht jeder alle Bausteine bearbeiten. Ja, es kommt darauf an, wie viel CP man erreichen will, und dann, dass man dementsprechend mehr oder weniger Bausteine bearbeitet. Und das Ganze soll gelesen werden, bevor dann die konkrete persönliche Portfolioarbeit startet. Und wenn dann die persönliche Portfolioarbeit startet, dann könnte man überlegen, mit dem Baustein A zum Beispiel anzufangen, Medienwahrnehmung. Das ist jetzt hier mal ein Screenshot aus dem Bereich. Und hier sieht man ganz gut links im Bild, dass es zunächst einen Überblick gibt über den Baustein, ja. Das ist halt, ja, dass man kurz sich orientieren kann, worum geht es überhaupt. Sieht man auch in dem Screenshot links im Bild, sind dann diese einzelnen Unterkategorien. Also wenn wir im Bereich Medienwahrnehmung sind, dann geht es hier Bereich A1 um Social Media Wahrnehmung. Dann geht es weiter mit Medienwahrnehmung, TV, Serien, Filme und so weiter. Also wir haben uns da spezifische Bereiche rausgepickt, wo wir dachten, das passt ganz gut. Und auf der rechten Seite gibt es dann eben ja, ausgewählte oder eine Auswahl an Literaturempfehlungen dazu, die ganz gut passen würden. Das wäre jetzt bei Medienwahrnehmung zum Beispiel sowas wie Bilder und Bildpraxen, Filmbildung, aber auch nochmal einführende Literatur, einführende medienpädagogische Literatur. Genau. Wir können uns gerne noch einen zweiten Baustein anschauen, der vielleicht auch fürs Projekt noch am interessantesten ist, nämlich der Baustein D, dem es natürlich dann um Making geht. Hier sieht man auch,
dass die Bausteine alle ähnlich aufgebaut sind. Ja, also mal rechts ist die Literatur und links sind eben diese Aufgaben, die Zielsetzung mit den Hilfsfragen. Genau. Und ja, im Bereich Making gibt es dann eben, beschäftigen wir uns dann nicht mit Bilder und Bildpraxen und Filmbildung, sondern natürlich mit ja, Making-spezifischen Themen. Also hier ist dann die Aufgabe, ein Projekt mit einem Mikrocontroller zu machen oder ein Up- oder ein Recycling-Projekt zu machen oder etwas ja, mit der Stickmaschine zu sticken. Es geht auch noch ein bisschen weiter, dass wir ja auch noch drin haben, dass zum Beispiel eine Unterrichtsskizze mit dem Making-Ansatz angefertigt werden könnte, einmal fachübergreifend, einmal auch fachspezifisch. Aber natürlich, wenn die Studierenden jetzt sagen, ich mache den Baustein D, dann können die Making-Projekte natürlich auch bei uns im Makerspace stattfinden. Ja, also es gibt rechts diesen Hinweis, dass man sich gerne melden kann, wenn man jetzt hier ein Making-Projekt machen möchte, dass man natürlich dafür in den Makerspace kommen soll, weil wir hier die Materialien haben, die Geräte und so weiter. Was auch noch ganz interessant ist, hier jetzt sieht man es unten links in der Ecke quasi, weil ich den Screenshot nochmal erst runtergescrollt habe, dann nochmal einen Screenshot gemacht habe, dass es hinter jedem Baustein auch nochmal ein kleines Kurzresümee gibt. Ja, also das ist immer nochmal irgendwie so eine kleine Reflexion am Ende jedes Bausteins gibt, was habe ich überhaupt gelernt, dass man vielleicht nochmal spezifische Begriffe für sich definiert und überlegt, okay, gut, was fehlt mir vielleicht auch noch in dem Baustein? Ja, also was habe ich schon gehört, wo kenne ich mich jetzt aus und wo möchte ich mich gerne noch weiterentwickeln? Genau. Ja, dann wären wir auch schon soweit durch quasi. Und beim Ausblick, wenn wir nochmal in unser Projektantrag schauen, dann ist eben das Portfolio-Konzept des M16. Das Portfolio-Konzept liegt vor, sollte bis April 2022 quasi erledigt worden sein. Das haben wir auch eingehalten und der nächste Meilenstein wäre eben, das Portfolio-Konzept weiterzuentwickeln. Und der Plan für die Weiterentwicklung ist natürlich, dass wir die Studierenden fragen, wie sie es fanden, wie sie damit klargekommen sind und dass wir ihr Feedback bei der inhaltlichen organisatorischen Weiterentwicklung des Portfolio-Konzepts natürlich auch berücksichtigen. Ja, und das könnte dann zum Beispiel sein, sowas wie eine andere Plattform wäre gut, wo es vielleicht mehr Möglichkeiten zur Gestaltung gibt, wo es ein bisschen, ja, ein bisschen abwechslungsreicher vielleicht noch ist in der Gestaltung. Vielleicht sind die Hilfsfragen oder die Literaturauswahl noch nicht ganz passend. Vielleicht muss da nochmal weiterentwickelt werden. Was aber auch ja, eine Idee wäre, ist zum Beispiel das Portfolio als asynchrones Lehrangebot noch auf weitere Veranstaltungen auszuweiten oder auch größere Veranstaltungen, sodass man mehr Studierenden die Möglichkeit geben kann, als asynchrones Lehrangebot quasi ja, zu arbeiten, zu studieren. Genau. Ja, es steht ganz unten noch Fragen, Anregungen, Hinweise. Also wir dürfen gerne noch ein bisschen drüber sprechen, ob ihr noch Ideen habt, ja, noch Anregungen, Verbesserungsvorschläge. So weiter. Ich sehe schon einen virtuellen Applaus. Dankeschön. Ja, vielen, vielen Dank, Jenny. Genau, darum geht's. Wir haben schon ein paar Ideen, wie wir das gleich schon weiterentwickeln können. Und Jenny hat ja gesagt, wir wollen die Studierenden fragen, aber wir wollen natürlich auch die Gelegenheit nutzen, euch zu fragen und euch um weitere Anregungen zu bitten. Einige von euch haben ja bereits hilfreiche Hinweise für das Konzept gegeben, direkt im Text. Das könnt ihr natürlich auch machen, aber wenn ihr vielleicht den einen oder anderen Hinweis noch habt, sehr gerne.